Herr Seehofer, noch eine kleine Frage, weil ich das nicht ganz weiß. Wie oft darf man mit Rücktritt drohen, ohne sich lächerlich zu machen? Ach, da setzt die Kunst keine Grenzen. Ja, ich wundere mich, wer das alles beurteilt, obwohl er gar nicht dabei war. Ja, das ist immer Ihre Umkehrfrage dann. Sie haben vorher selbst den Rückspiegel bemüht. Das ist schon wieder Geschichte für mich. Aber es hat dazu geführt, dass ein langjähriger Landrat bei Ihnen 18 Jahre Landrat auf Protest aus der CDU ausgetreten ist, weil er Ihnen eine schwere Persönlichkeitsstörung unterstellt hat und dass Sie die Bayern lächerlich gemacht hätten und man sich als CSU in Bayern nicht mehr sehen lassen kann. Also, wenn Sie den Landrat meinen, den ich meine, dann können Sie mal von mir unter vier Augen mehr dazu hören, aber nicht öffentlich. Das ist ja Mode geworden, Persönlichkeitsstörung, Psycho und all diese Begriffe. Auch das ist die x-te Wiederauflage, so wie Bundestagsdebatten möglich sind eine ganze Woche lang und jeder, aber auch wirklich jeder Redner beginnt mit den gleichen Sätzen, nämlich dieser Diskussion. Jeder. Das war ein aus meiner Sicht unheimlicher Einfallsreichtum. Aber schauen Sie, die ganz überwiegende Reaktion jetzt bei denen, die jetzt politisch zu Anhängern meiner Partei gezählt werden können, ist, übrigens auch nicht ganz neu, in der Sache habt ihr recht, aber muss man deshalb streiten? Aber den Spannungsbogen kennen Sie doch auch. Drum, schauen Sie, ich gehe nur jetzt, weil Sie es gefragt haben, ich schaue mir immer an, wie ist die Umfrage zu der Sache, also zur Rückweisung an der Grenze, da geht es von 60% nach oben. Und wie ist die Umfrage zu mir oder zu der Diskussion? Da geht es eher umgekehrt. Das ist in sich ein Widerspruch, die Sache zu begrüßen, aber einem Politiker nicht zuzugestehen, dass er dafür auch kämpft und streitet. Und das drückt sich dann in völlig widersprechenden. Man könnte jetzt da endlos darüber diskutieren. Wenn Sie gefragt werden, wollen Sie eine europäische Lösung? Da werden wahrscheinlich annähernd 100%, ist ja so in den Umfragen, sagen ja. Wenn Sie aber die gleichen Leute fragen, wollen Sie die Zurückweisung an der Grenze, sagen wieder 60-70% ja. Verstehen Sie, was ich meine? Es kommt, das wissen Sie ja alles, es kommt auf die Fragestellung an, auf die persönliche Einstellung. Und deshalb muss man da gelassen damit umgehen. In der Sache kenne ich keine Umfrage, die das ablehnt. Also jetzt mit den Grenzzurückweisungen. Schönen Gruß an Herrn Röpplen. Letzte Frage von Frau Geuter. Eine konkrete Frage nochmal zu den Punkten, und zwar 35.2, beschleunigte Verfahren für Leute, die keine Dokumente vorweisen. Das wäre ja dann ein großer Teil aller, die einen Asylantrag gestellt haben. Bezieht sich das auch nur auf Sanktionen für mangelnde Mitwirkung oder wollen Sie tatsächlich für den überwiegenden Teil der Leute beschleunigte Verfahren durchführen? Herr Teichmann, den zweiten Teil übernehmen Sie, den ersten Teil. Ich habe ja vorhin die Dublin-Verfahren genannt, wo man deutlich beschleunigen will. Das wären dann 2,5 Monate. Wir verhandeln ja mit einer Reihe von Staaten, ich glaube, das sind jetzt 11, um die Fristen bei Dublin-Verfahren noch weiter zu reduzieren, soweit wir sie reduzieren können nach der Dublin-Verordnung. Und den Sachverhalt, den Sie noch ansprachen mit Papieren etc., Herr Teichmann. Ja,
Wir wollen gerade die Personen, die keine Identitätsdokumente haben, dann festhalten in diesen besonderen Einrichtungen. Die bekommen da die Residenzpflicht. Und das erleichtert es uns, dann die Dokumente zu besorgen. Das ist dann für uns schon eine Effektivitätssteigerung. Aber die beschleunigten Verfahren beziehen sich ja auf verkürzte Fristen und so weiter. Also das, was man bisher für Leute aus sicheren Herkunftsstaaten hat, das passt ja nicht auf die Fallgruppe, über die Sie vorher gesprochen haben, was aber dieselben Leute sind, die dann an ihre Familienangehörigen schreiben müssten, um zu gucken, ob sie irgendwie Informationen erhärten können. Und wie gesagt, es wäre ein großer Teil der Leute überhaupt. Ja, Sie oder Herr Weinberg, ich will nur sagen, natürlich muss man immer unterscheiden, wer wirkt mit und wer verweigert seine Mitwirkung. Wenn ich es nach unserer Diskussion recht im Kopf habe, geht es immer um die zweite Gruppe der Verweigerung und nicht, wenn jemand mitwirkt und sagt, ich schreibe meine Verwandten an. Herr Weinbrenner. Der ist der zuständige Abteilungsleiter. Frau Keuter, zur Erläuterung der 30a im Hinblick auf die beschleunigten Verfahren sieht eine Reihe von Fallgruppen vor, insgesamt 7, in denen ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt werden kann. Die Angehörige eines sicheren Herkunftsstaates zu sein, ist nur eine von 7. Wir haben die Nummer 3, die darauf abstellt, dass ein Identitäts- oder Reisedokument, das die Feststellung der Staatsangehörigkeit ermöglicht, mutwillig vernichtet oder beseitigt wurde und die Umstände offensichtlich diese Annahme rechtfertigen. Das heißt, der Gedanke der Beseitigung von Identitätsdokumenten ist dort schon angelegt. Und in der Nummer 6 ist auch die Weigerung der Mitwirkung durch Fingerabdrücke zum Beispiel der Identität auch angelegt. Und die Formulierung, wie sie dort drin steht, ist eine vorsichtige, die ansetzt, bei diesen schon angelegten Elementen in weiteren Fallkonstellationen der mangelnden Kooperationsbereitschaft auch ein beschleunigtes Verfahren einzuführen. Die Schwierigkeiten machen, sage ich jetzt mal mit meiner Sprache. So. Dann ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Tag. Ja, meine Damen und Herren, das war ja also der Masterplan. 63 Punkte. Die Vorstellung durch den Bundesinnenminister hier im Innenministerium hat keine sehr großen Überraschungen mehr bereitgehalten. Das meiste war ja vorher schon bekannt und der Masterplan mag an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch zu Diskussionen führen. Interessanter wird sein, was Horst Seehofer, der heute hier wieder sehr selbstzufrieden und sehr selbstsicher wirkte, was Horst Seehofer in dieser Woche weiter verhandeln wird, nämlich international. Sie haben es mitbekommen, da geht es darum, dass man zum Beispiel mit Italien, Österreich die Südgrenzen schließen will. Und es geht darum, dass die europäischen Innenminister sich vereinbaren. Diese bilateralen Abkommen stehen aus, die soll er verhandeln. All dieses steht nicht in diesem Masterplan, sondern muss jetzt noch an Arbeit erfolgen. Horst Seehofer jedenfalls hat hier kurz vor Ende noch einmal gesagt, Streit gehört zur Sache und er würde nichts anderes machen. Er kennt auch keine Umfrage, wo Menschen der Meinung seien, dass die Zustände, die bisher in Deutschland geherrscht haben, so in Ordnung sind. Allerdings die Mittel, die er angewendet hat, die sind doch sehr diskussionswürdig. Und man hätte ihn schon fragen können, wie er auf die aktuellen Umfragen reagiert, in der die CSU vor allen Dingen immer weiter abrutscht. Denn die Art und Weise der Auseinandersetzung, die Horst Seehofer hier gewählt hat in den letzten Tagen und Wochen bis fast hin zum Regierungsbruch, das verstehen die Menschen nicht. So einen Streit, so eine Egomanie können die meisten Wähler nicht nachvollziehen. Sei es drum, 63 Punkte und der entscheidende Punkt im Absatz 27, oder das ist der Punkt 27 im zweiten Absatz. Da geht es ja um den Punkt, über den die Regierung beinahe gebrochen wäre. Da steht hier immer noch Transitzentren, obwohl man sich längst geeinigt hat mit der SPD auf Transition. Aber Sie haben es ja mitgekriegt, 3 oder 4 Mal wurde nachgefragt. Der Minister hat gesagt, das ist ein Plan des Bundesinnenministers. Da sind die Ergebnisse mit der SPD noch nicht eingearbeitet. Genau, und wie geht es jetzt weiter? Was liegt jetzt noch vor Horst Seehofer, um das Ganze dann umzusetzen? Und wie schwierig wird das?
Eine ganze Menge natürlich, denn die einzelnen Punkte, er hatte ja immer darauf hingewiesen, dass die Bundeskanzlerin die Punkte kannte und auch abgenickt hat. Wenn man sie durchgeht, dann sind die meisten Punkte auch gar nicht so umstritten. Aber natürlich muss er zunächst in der Bundesregierung vor allen Dingen die SPD über den einen oder anderen Punkt noch überzeugen. Ich nenne nur mal das Beispiel, dass er dafür eintritt, dass Asylsuchende hier keine Geldleistungen mehr bekommen sollen, sondern zunächst Sachleistungen. Das ist in der SPD zum Beispiel nach wie vor ein Punkt, über den geredet werden müsste. Da gibt es andere Punkte. Dann gibt es zum Beispiel die Frage der sicheren Herkunftsstaaten, die erweitert werden sollen. Die Maghreb-Staaten werden da immer genannt. Das ist ein Punkt, da muss Horst Seehofer, da muss die Bundesregierung sich mit den Bündnisgrünen einigen, denn das kann die Bundesregierung nicht im Alleingang. Da brauchen sie den Bundesrat für. Und dann gibt es natürlich die Punkte, die ich gerade schon angesprochen habe, die jetzige Woche aktuell und bis Ende Juli die Ausarbeitung der bilateralen Verträge mit zum Beispiel Ländern wie Spanien, Italien oder Griechenland, Bulgarien. Und das wird schwierig werden, vor allem mit den Italienern. Das weiß auch Horst Seehofer. Schon morgen trifft er seinen italienischen Kollegen, den Innenminister. Und man wird beraten, auch mit dem österreichischen Innenminister, über die Frage, wie man die Südroute komplett zumacht. Das sind also die nächsten Aufgaben, die auf Horst Seehofer zukommen. Aber abgeschlossen ist dieser Masterplan natürlich noch lange nicht. Die meisten Menschen kannten ihn ja bis heute auch nicht so detailliert. Und natürlich muss man sich jetzt erst einmal mit den Einzelpunkten auseinandersetzen. Aber ich sage es nochmal, durch die Vorberichterstattung war zumindest hier im politischen Berlin, die meisten Punkte waren dann doch schon vorher klar. Mit Österreich muss Horst Seehofer auch sprechen, was bilaterale Verträge und Rücknahmeabkommen angeht. Da hat er sich gerade in der Pressekonferenz relativ optimistisch gezeigt. Ist er das zu Recht? Bundeskanzler Kurz und er kennen sich schon sehr lange. Sie ziehen ja gemeinsam an einem Strang, auch wenn Horst Seehofer völlig zu Recht immer wieder betont hat, dass natürlich auch die CSU, natürlich auch der CSU-Vorsitzende europäische Lösungen bevorzugt. So waren es doch gerade Kurz und Seehofer, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass nationale Maßnahmen jetzt endlich greifen müssen. Angela Merkel hat sich letztendlich durchgesetzt, indem sie gesagt hat, wir können hier nicht die Grenzen einfach zumachen. Da gibt es einen Dominoeffekt. Der ein oder andere der beteiligten Herren liebäugelt, glaube ich, immer noch mit dieser Möglichkeit. Man wird die auch weiter eruieren, aber da bleibt dann abzuwarten, was in Brüssel andere Regierungschefs mitentscheiden. Es ist ein europäisches Problem, kein deutsches Problem, das ist allen klar. Aber die Folgewirkungen, wenn ein Land die Grenzen zumacht, die werden ganz schön gravierend sein. Vor allen Dingen, wenn es ein Binnenland wäre wie Deutschland, dann gäbe das sicherlich große Auswirkungen. Dann wäre auch das Schengen-Abkommen in Frage gestellt, was aber seit 3 Jahren ohnehin etwas schwächelt. Darauf weist die CSU zu Recht seit langem hin. Denn natürlich gehört zu offenen Grenzen in Europa auch eine ordentlich geschlossene Grenze am Rande Europas. Und deswegen soll ja auch Frontex massiv verstärkt und ausgebaut werden. Das ist übrigens keine so ganz neue Idee. Die Bundeskanzlerin hat das schon vor 2 Jahren versucht zu verhandeln. Es gab dort auch Fortschritte auf europäischer Ebene. Am Schluss war aber kein europäisches Land übrig, außer den Deutschen, was dort mehr Geld und Personal hinbringen wollte. Das muss sich gründlich ändern. Die Europäer müssen gemeinsam ihre Außengrenzen schützen, um ein vernünftiges Verfahren einzuleiten. Das ist das Credo nicht nur von Horst Seehofer, sondern das ist eigentlich das Credo aller Europäer. Das hört man auch aus Brüssel. Und dieser Weg wird jetzt begangen.